zum allerersten Tag der Feen-Badwettbewerb. Ja, und der Gewinner hat die große Ehre, zum Ankunftstagfest von Königin Clarion die traditionelle Torte zu backen. Dann stellen wir mal die Kandidaten vor, Klenke. Team Nummer 1, unsere kulinarischen Gladiatoren im Tal der Feen. Applaus für die Backfeen. Angeführt von Gelata. Mein Name ist Gelata und ich backe für mein Leben gern. In den letzten 399 Jahren haben wir die immer gleiche, unfassbar leckere, geradezu perfekte Torte für den Ankunftstag der Königin gebacken. Ob wir auch die 400 schaffen? Aber klar, wie eiklar. Tortenbäcker-Humor. Sie treten an gegen die, Nicht-Backfee, angeführt von Tinkerbell. Mein Name ist Tinkerbell und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Kann sein, dass ich mal erwähnt habe, Gelata könnte dieses Jahr doch vielleicht mal ein bisschen was Neues wagen. Was auf Backfeeisch übersetzt offenbar so viel heißt wie Backwettbewerb. Ich sehe das total entspannt. Ich meine, ist Backen nicht einfach Tinkern mit Mehl? Backen ist was? Gut, die Wette gilt. Liebe Kandidaten, ihr habt eine Stunde fürs Backen und die Zeit läuft ab jetzt! Okay, wir backen eine sechsstöckige Torte, bei der sich einige Elemente unabhängig vom Rest drehen und die gesamte Geschichte des Teils der Feen erzählen. Ja, toll. So wie immer. Und los! Noch 45 Minuten! Sensationell. Sowas von lecker. Perfekt. Clara? Mhm. Es geht in die Zielgerade. Jetzt heißt alles oder nichts. Achtung, Baptiste. Schneebesen weg in 5 Sekunden! 4! 3! 2! 1! Hände hoch! Küchengeräte weg! Schreiten wir nun zur Wertung. Zur Erinnerung, die Beurteilung der Torten erfolgt nach Geschmack und Aussehen. Backfeen, euer Werk. Ah, wunderschön, wie immer. Und, wie schmeckt sie euch? Mmh, ganz köstlich. Wie immer. Die Torte der Nicht-Backfeen? Eine so ungewöhnliche Torte habe ich wirklich noch nie gesehen. Ein Meisterwerk. Ich denke, wir haben einen Gewinner. Jetzt muss euer Hoheit nur noch gut schmecken. Na gut, wir haben beim Geschmack verloren. Aber die gute Nachricht ist, der Königin geht schon wieder viel besser. Und Gelata habe ich auch einen kleinen Anstoß gegeben. Ob ich mal was Neues wage? Aber klar doch. Also passt auf, für Torte 401 habe ich Folgendes beschlossen. Ich mache unseren leckeren Zuckerguss einen halben Farbton weißer. Na, wenn das nicht radikal ist.